Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird mal wieder Zeit für ein Messervideo. Ich war bei einem Inder, der hat so einen kleinen Messerladen und der hat wirklich sehr, sehr schöne Messer. Und ich habe da mal ein paar besondere, außergewöhnliche, wunderschöne Messer gekauft. Also solche außergewöhnlichen Messer, wie ich euch heute zeige, habe ich noch nie gezeigt, noch in keinem Video vorgestellt. Ja, bevor wir gleich das erste Messer auspacken, ich freue mich schon so sehr darauf, die sind wirklich sehr, sehr schön. Gibt es auch in Deutschland nicht, habe ich so noch nie gesehen. Ja, bevor wir das gleich auspacken, nochmal eine kurze Frage. Hier in Amerika sind auch ein paar Sachen erlaubt, die in Deutschland natürlich nicht erlaubt sind. Habt ihr Lust, dass ich nochmal so ein verbotene Waffenvideo drehe, wie ich schon früher mal gemacht habe? Wenn ihr Bock darauf habt, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich das für euch nochmal machen. Ansonsten würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an mit dem ersten Messer. Die Messer, die waren alle ziemlich günstig. Und das erste Teil ist hier so ein richtig schönes, poliertes Goldmesser. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es diese Marke hier in Deutschland gibt. Echt keine Ahnung. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Dieses Messer hat 13 Dollar gekostet. Also so ungefähr 10 Euro, etwas mehr. Springt wirklich sehr, sehr gut auf. Ey, der war richtig nett. Am Anfang ist das nicht so gut aufgesprungen, ne? Und dann hat er das einfach so nachgezogen für mich. Und ich habe ein paar mehr Messer gekauft. Da habe ich auch einen kleinen Discount bekommen. Richtig, richtig netter Mann. Hat mich gefreut, ihn kennenzulernen. Ansonsten, ich finde das Messer mega schön. Mega, mega schön. Springt sehr gut auf. Schaut euch das an. Und wir machen hier natürlich auch gleich einen Papierschnitttest. So, muss ich mal kurz die Kamera hier hoch machen. Und dann hier, zack. Und dieses Messer, das ist Musik in meinen Ohren. Na, das ist schon sehr scharf. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ein richtig schönes Teil. Okay, kommen wir zum ersten heutigen sehr besonderen Messer. Und das hier ist einfach, hey, dieser Stiefel. Das ist ein Stiefel. Ich weiß nicht, was das hier für ein Stein ist, aber das ist auf jeden Fall echter Stein. Für das Messer habe ich 9 Dollar bezahlt. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön und außergewöhnlich. Man macht es auf, indem man hier den Absatz nimmt und dann einfach da dran zieht. Schaut euch das mal an. Das ist richtig geil, ey. So was habe ich noch nie gesehen. Also man kann es auch richtig schnell machen. So zack, 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 zack. Ja, Mann, ja. Richtig geiles Teil, ey. Ist leider nicht so scharf. Ich habe hier schon mal einen Schärfetest gemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht dafür gedacht, um irgendwie was zu schneiden oder so. Sondern das ist einfach nur so ein Spaßmesser. Man kann sich das auch irgendwie so hier hinstellen. Und es ist einfach ein schönes Teil, weil es eben so dekorativ ist. Und es sieht richtig schön aus. Wie gesagt, das ist echter Stein. Dann habe ich hier noch ein Geschenk bekommen. Ich habe sogar 2 Geschenke bekommen. Und meine Freundin hat auch noch ein paar Geschenke bekommen. So eine kleine Wimpernzange und eine kleine Nagelfeile. Das hier ist so ein Messer, kann sich an Schlüssel hängen. Finde ich echt mega unpraktisch, weil das scharf, wenn man sich dann so irgendwie in die Tasche greift mit dem Schlüssel, ey, dann schneidet man sich doch, ne? Dann habe ich hier noch dieses Geschenk bekommen. Das kann man sich auch irgendwo hinhängen. Das ist ein Zweihandmesser. Ganz kleines, ganz normales Zweihandmesser. Hier ist noch so ein Fisch drauf, also vielleicht ist das ein Fischermesser. Nichts Besonderes, aber trotzdem eine nette Geste. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Messer. Das ist von Entech. Von Entech habe ich euch auch schon so ein paar Messer vorgestellt. Schaut es euch an. So sieht das aus. Hier ein Elch. Da noch so ein paar Elche. Und hier auch nochmal. Oh, das ist ein Reh. Tut mir leid, ey. Voll verwechselt. Springt auch wirklich sehr, sehr gut auf. Die Klinge gefällt mir hier auch. Sieht erstens sehr schön aus. Und ist hier auch geriffelt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Und boah, ey, der hat einfach so ein Riesenschwert da noch gehabt. Das hat 150 Dollar gekostet. Könnt ihr mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ich habe da ein Bild gepostet. Das war echt riesig. Link zu meinem Instagram-Account ist in der Beschreibung. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr mir gerne folgen. Ansonsten hat es hier auch einen Glasbrecher. Das hat hier übrigens auch einen Glasbrecher. Und hier in Amerika darf man, soweit ich weiß, die Messer auch mit sich führen. Aber wundert mich auch gar nicht, weil so echte Waffen darf man auch verdeckt mit sich führen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Messer. Machen wir hier auch natürlich den Papiertest. Ich habe hier noch ein paar Blätter Papier übrig. Ja, das ist schon scharf, aber das Goldmesser war etwas schärfer, aber nichtsdestotrotz ist dieses Messer auch schon sehr, sehr scharf. Gefällt mir sehr gut. Schönes Teil.
Ein wirklich sehr, sehr schönes Messer. Okay, weiter geht's. Was soll ich euch hier als nächstes zeigen? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen uns mal als nächstes dieses Teil hier. Schaut euch das an. Das hier ist auch echter Stein. Ich weiß zwar nicht, was ein Stein das ist, aber ist auf jeden Fall echter Stein. Das ist einfach so ein Hut. Kann man hier auch aufmachen. Geht ein bisschen schwerer auf. Zack. So klein ist das. Hier habe ich noch keinen Schärfetest gemacht. Das machen wir gleich auch mal. Interessiert mich. Vielleicht ist das ja scharf. Aber die anderen, das andere, das war nicht so scharf. Oh. Ja. Okay. Es ist jetzt nicht besonders scharf, aber man kann damit was schneiden. Tatsächlich. Aber ich finde es einfach cool. Ist was ganz Außergewöhnliches. Was ganz Besonderes. Wow. Hoppala, der ist mir einfach aus der Hand geflogen. Also habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Das erinnert mich irgendwie, dieses Messer und dieser Schuh hier, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Feuerzeuge, an die außergewöhnlichen Feuerzeuge. Also ich denke mal, das sind einfach nur so Sammlerstücke. Ich denke mal, dass die auch handgefertigt sind. Aber das hier, das ist mega geil mit dem Schuh. Das ist einfach richtig geil. Okay, weiter geht's. Hier habe ich wieder ein Messer von M-Tech. Oh... Ja, das sieht wirklich wundervoll aus. Schaut euch das an. Sieht einfach aus wie so ein Schmetterling. Und es fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Ist schön glatt. Fühlt sich sehr hochwertig an. Für dieses Messer habe ich $20 bezahlt. Ah, da muss man ein bisschen Schwung noch mitnehmen, um das aufzuklappen. Die Klinge ist ja auch sehr schön auf Hochglanz poliert. Was ist denn hier los, ey? Ah, okay. Mein Fingernagel, der ist hier fast abgebrochen, ey, du. Ja, Mann, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Messer. Oh, $17,99. Ich dachte, kostet $20. Ah, Preis müssen wir abmachen. Das gefällt mir nicht so sehr, wisst ihr, was ich meine? Oh, Mann, ich mag das nicht, wenn man hier so Preis abmacht oder sowas und dann bleiben so Klebereste übrig. Aber das habe ich doch ganz gut jetzt hinbekommen. Das sieht doch gut aus. Also dieses Messer gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Machen wir hier noch den Schärfetest. Das ist eher was für Aimee, dieses Messer. Oh, jawohl. Wow. Ja, Mann. Alter, das ist scharf. Übrigens habe ich mir so die Messer gekauft, ne? Und dann, währenddessen ich die ausgesucht habe, oh, ich habe schon so eine halbe Stunde gebraucht, weil ich habe mir echt sehr viele Messer angeschaut. Der hat sehr viel Auswahl da gehabt. Da kam mal so eine Frau vorbei, dann so eine etwas jüngere Frau. Und die haben alle da was gekauft, ey. Es gibt auch so viele verschiedene Elektroschocker und so viele Sachen zur Selbstverteidigung, die alle in Deutschland verboten sind. Und die Leute, die kaufen das hier, ey. Oh ja, richtig schön scharf. Okay, weiter geht's. Geht ein bisschen schwer zu hier. Weiter geht's mit dem außergewöhnlichsten Messer, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und zwar, schaut euch das mal an. Das ist so eine Kette hier. Ist jetzt keine besondere Kette oder sowas. Hier unten haben wir dann ein Herz und schon wieder so richtig schönen Stein. Ah, sieht schon schön aus, das muss ich sagen. Und das Messer ist einfach da drin mit verbaut. Ist ein bisschen schwer aufzumachen, weil es eben so klein ist. Es sind zwei Klingen, kann man hier einmal aufklappen. Und dann die andere Seite kann man da auch nochmal aufklappen. Schaut euch das mal an, ey. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich denke mal, in Deutschland ist dieses Messer hier auch verboten, weil es so ein verstecktes Messer ist. Wie können wir einen Schärfetest machen? Okay. Also mit diesem Messer kann man, glaube ich, gar nichts schneiden. Nee, es sieht schlecht aus. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass es so stumpf ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein richtig schönes Sammlerstück, wenn ich ehrlich bin. Oh. Zack. Richtig schönes Teil. Habe ich auch so noch nie in der Form gesehen. Einfach so als Kette. Ja, finde ich schon sehr schön. Okay, Freunde. Jetzt kommen wir zum heutigen Highlight. Razer Tactical. Von der Marke, wie das erste Messer auch, Survival Knife Series. Und schaut euch mal dieses schöne Teil an. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Vom Design her, hier ein schöner Adler drauf, ansonsten hier alles graviert, sehr schön verziert. Auf der Rückseite genauso und es fühlt sich einfach so gut an, sehr hochwertig. Und es springt einfach richtig geil auf. Ich zeige es euch nochmal. Oh ja, Klinge. Auch wirklich sehr schön verziert. Noch so ein bisschen Gold. Machen wir mal einen Schärfetest. Aber ich denke, dieses Messer wird auch sehr scharf sein. Jawoll! Oh ja. Bisschen stumpf, glaube ich, hier. Nee.
ist gut. Ist nicht das schärfste Messer heute, aber es ist gut auf jeden Fall. Ja, dieses Messer hat mir hier heute am besten gefallen. Und von den außergewöhnlichen Messern, wobei das hier finde ich auch außergewöhnlich, hat mir dieses hier gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches euch hier am besten gefallen hat. Ach, das finde ich natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ist nicht mein Geschmack so, eher für Aimi. Aber dieses gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, Freunde, das war's. Wie gesagt, falls ihr noch verbotene Waffen sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, weiß Bescheid. Ansonsten würde ich mal sagen, das war's. Ich hab euch lieb, euer Julian. Peace.